Somalia sticht 23-Jährigen mit abgebrochener Schnapsflasche ab. Opfer fast verblutet. Notoperation rettet ihm das Leben. Fürth. In der Nacht zum 10. September musste in Fürth beinahe ein 23-Jähriger sterben, weil er einem 18-jährigen Somalier keine Zigarette geben wollte. Der 23-Jährige war zusammen mit zwei Freunden auf dem Heimweg, als sie gegen 3.15 Uhr auf den 18-jährigen Somalier und dessen Begleiter trafen. Der Afrikaner verlangte von dem 23-Jährigen eine Zigarette. Als er diese verweigerte, schlug der Somalier auf den jungen Mann mit voller Wucht eine Schnapsflasche ins Gesicht. Diese zerbrach von dem heftigen Schlag. Damit nicht genug. Mit dem abgebrochenen Teil der Flasche schlug und stach der Täter weiter auf den Mann ein. Dabei traf er nicht nur Kopf und Oberkörper, sondern auch die Halsschlagader. Der 23-Jährige drohte zu verbluten. Das Opfer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Er überlebte nur dank einer Notoperation. Auch seine Freunde, 22 und 23 Jahre alt, wurden verletzt. Allerdings konnten sie nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Der Täter und sein 17-jähriger Begleiter wurden kurz nach dem Angriff festgenommen. Der 17-Jährige wurde wieder entlassen. Gegen den 18-jährigen Somalier erließ der Richter einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Somalier ist wegen verschiedener Gewaltdelikte bereits Polizei bekannt. Reue zeigte er nicht.